Mit September 2013 stellt Österreich bereits zum zweiten Mal den stellvertretenden Kommandanten der KFOR-Friedenstruppe im Kosovo. Brigadier Magister Anton Wesseli. In der Heimat leitet der erfahrene Offizier die 3. Panzergrenadierbrigade. Als stellvertretender Kommandant ist es natürlich vorrangig meine Aufgabe, den Kommandanten in allen Belangen zu unterstützen, anlassfallbezogen weitere Aufgaben zu übernehmen, aber auch verantwortlich zu zeichnen für die Camp-Infrastruktur und vor allem für das Training und die Ausbildung der gesamten eingesetzten Force im Hinblick auf Erhaltung und Ausbau der Fähigkeiten. Die Herausforderungen sind natürlich die Multinationalität. Die Force besteht aus mehr als 30 Nationen und darüber hinaus in einem stabilen, aber doch ständig wechselnden Umfeld über lange Zeit die Qualität und Zielorientiertheit aufrechtzuerhalten. Es ist das nunmehr 29. Kontingent im Kosovo, das sich für den Frieden einsetzt. Seit Ende September 2013 befinden sich die Soldaten und Soldatinnen unter dem Kommando von Oberstleutnant Magister Markus Kohlweg im Einsatzraum. Ihm zur Seite steht als Stabschef Oberstleutnant Matthias Lampel. Das Aufgabengebiet der Österreicher betrifft den gesamten Kosovo. In Prizren im Süden befindet sich das Sanitätszentrum der Friedenstruppe. Hier werden verletzte und kranke Soldaten medizinisch versorgt. Auch am Gazivoda-Stausee im Norden des Kosovo sind österreichische Soldaten im Einsatz. Hier befindet sich ein Pionierelement des Bundesheeres. Ganz im Norden oben am Gazivoda-Stausee eine kleine Pionierbootgruppe. Die hat oben den Auftrag, die vor Ort eingesetzte Infanteriekompanie zu unterstützen für Patrouillen am See bzw. vor allem aber auch zum Übersetzbetrieb dort sicherzustellen. An der Grenze zu Serbien patrouillieren die Österreicher in Booten gemeinsam mit Soldaten anderer Nationen. Sie kommen vor allem bei Unruhen und zur Verhinderung von Schmuggeltätigkeiten zum Einsatz. Vor der Übergabe vom 28. auf das 29. Kontingent fand im Beisein von in- und ausländischen Ehrengästen die Medal Parade statt. Diese wird abgehalten, um alle Soldaten, die hier im Einsatz waren, mit der Non-Article 5 NATO Medal in einem feierlichen Rahmen auszuzeichnen. Die Soldaten bekommen die Auszeichnung von ihren Kommandanten persönlich verliehen. Ich wünsche dir und deine Damen und Herren noch gute, sichere Tage und vor allem vielen Soldaten eine gute Heimreise auch noch. Alles Gute. Ein- bis zweimal pro Jahr bekommen die Soldaten einen musikalischen Gruß aus der Heimat. Im Rahmen der Truppenbetreuung besuchen Musiker den Einsatzraum und treten hier unentgeltlich auf. Ja, das bedeutet für uns Soldaten hier sehr, sehr viel. Zum einen sind es heimatliche Klänge, die man ja hier nicht so allzu oft hört. Und zum zweiten ist es eben auch ein Mittel, um eben diese Anstrengungen, die man hat, vergessen zu lassen für einen kleinen Moment und für einen kleinen Moment wieder zu Hause zu sein. Und das ist also irrsinnig wichtig, Dampf ablassen und die Kräfte wieder zu sammeln für den soldatischen Alltag hier. Im September war es das Skilehrer-Trio, welches in zwei Auftritten in Prizren und Pristina das internationale Publikum bestehend aus österreichischen, amerikanischen, italienischen, deutschen, ungarischen und Schweizer Soldaten begeisterte. Zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und zum Wiederaufbau der Infrastruktur befinden sich seit dem Jahr 1999 rund 5000 Soldaten aus 30 Nationen im Kosovo. Mit rund 400 Soldatinnen und Soldaten ist Österreich einer der größten Truppensteller.